alle zusammen. Ich bin Sophia aus der Klasse 11E, der POVI-Klasse. In diesem Video werde ich dir einen Überblick über unsere Schule geben und was man bei der Anmeldung an der MBS beachten muss. Unsere Schule befindet sich in einem über 100 Jahre alten und denkmalgeschützten Jugendstilbau. Auf unserer Homepage gibt es einen virtuellen Rundgang, wo man die Schönheit dieses Schulgebäudes sehr gut sehen kann. Die MBS ist ein Oberstufengymnasium, das nur die 3 Jahrgänge der gymnasialen Oberstufe bis zum Abitur beherbergt. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Diese 3 Jahre bestehen zunächst aus der einjährigen Einführungsphase und der dann folgenden zweijährigen Qualifikationsphase. Die Noten der Qualifikationsphase fließen auch schon in die Abiturwertung ein. Die Einführungsphase zählt noch nicht zum Abitur. Sie dient dazu, Stoff aus der Mittelstufe nachzuholen, sich in den Leistungskursen zu orientieren und natürlich dazu, die Zulassung zur Qualifikationsphase zu erhalten. Wer keine Zulassung zur Qualifikationsphase erhält, kann die Einführungsphase einmal wiederholen, wenn sie nicht bereits in der 10. Klasse wiederholt wurde. Man muss dann die Schule verlassen. Eine Besonderheit an der MBS ist die Wahl von 2 Leistungsorientierungskursen bereits für die Einführungsphase. Diese bereiten auf die Leistungsfächer der Qualifikationsphase vor und werden mit 1 Stunde mehr pro Woche unterrichtet. Der Leistungskurs 1 wird bis zum Abitur im Klassenverband unterrichtet und bekommt noch zusätzlich 1 Stunde mehr pro Woche. Kurs- bzw. Klassenwechsel sind in der E-Phase noch möglich. Der 2. LK dagegen ist klassenübergreifend eingeteilt. Darüber hinaus gibt es besonders in der Qualifikationsphase eine Reihe weiterer Kurse, die man mit Schüler und Schülerinnen außerhalb der Klasse hat. Für die Wahl der Leistungsorientierungskurse habt ihr auf dem Wahlzettel die Möglichkeit zu einer Erst-, Zweit- oder Drittwahl. Die meisten kommen aber in ihren Erstwunsch. Folgende Kombinationsmöglichkeiten für Leistungskurse bestehen. Wie ihr seht, kann man zum Beispiel Informatik nicht mit Chemie kombinieren, aber mit Mathematik. Für die E-Phase werden 8 Klassen gebildet mit den Fächern Deutsch, 2x Englisch, Kunst, POVI, Geschichte, Mathematik und Biologie. Wer Englisch als LK gewählt hat, kann das Pflichtfach POVI im Grundkurs auch auf Englisch betreiben, also bilingual. Außerdem muss man ein musisches Fach, also Musik, Kunst oder darstellendes Spiel und eine Religion, evangelisch, katholisch und jüdische Religion bzw. Ethik auswählen. Eine Umwahl des musischen Faches und der Religion bzw. Ethik zum Halbjahr oder zum Schuljahr ist möglich. Allerdings kann man dann weder das zunächst belegte noch das neu gewählte Fach als Prüfungsfach später im Abitur wählen. Bei den LKs ist ein Wechsel dagegen gefahrlos. Allerdings sind die Wechselmöglichkeiten begrenzt. Etwas komplizierter ist es bei den Fremdsprachen. Zunächst muss man die erste Fremdsprache aus der Klasse 5 oder 7 bis zum Abitur weiterführen. Bei den meisten wird das Englisch sein. Die zweite Fremdsprache muss man weiterführen, wenn man darin ab Klasse 7 oder 9 ununterbrochen Unterricht hatte. An der MBS hat man dabei die Wahl zwischen Französisch, Latein und Spanisch. Wer keine zweite Fremdsprache in der Mittelstufe hatte, muss bei uns Spanisch ab Klasse 11 neu beginnen. Auf freiwilliger Basis kann man auch noch eine dritte Fremdsprache wählen, zum Beispiel Spanisch für Anfänger oder Fortgeschrittene oder Französisch oder Latein. Darüber hinaus gibt es noch folgende freiwillige Kursangebote: Informatik für Anfänger oder Fortgeschrittene und Philosophie. Beachte, der Unterricht in Philosophie kann aber nicht das Fach Ethik oder Religion ersetzen.
Die Leistungsorientierungskurse haben zwischen 3 bis 5 Wochenstunden Deutsch, Mathematik und die erste Fremdsprache jeweils 4 Wochenstunden. Alle weiteren Grundkurse werden mit je 2 Wochenstunden unterrichtet. Insgesamt hat man in der Einführungsphase 34 bis 36 Wochenstunden. So sieht zum Beispiel mein Stundenplan aus. Eine weitere Besonderheit der Max-Beckmann-Schule ist die Unterstützung durch verpflichtende Lernlabore in den Fächern Mathematik und Deutsch mit 2 Stunden pro Woche. Außerdem gibt es ein umfangreiches Beratungsangebot durch schuleigene und externe Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, einer Beratungslehrerin, einem Verbindungslehrer und einer Berufsberaterin. All diese Beratungsangebote finden in Räumen der Max-Beckmann-Schule statt. An der Max-Beckmann-Schule gibt es über den Unterricht hinaus auch ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel Schule ohne Rassismus, Schulbahn, Schulzeitung, Schulgarten, Chemie-AG, DELF-AG, China-AG, mit Schüleraustausch nach China, Schach-AG und so weiter. So, ich hoffe, dass du einen Einblick in die Wahlmöglichkeiten bei der Anmeldung bekommen hast. Auf der Homepage findest du noch mehr Informationen über die Schule und das Kursangebot. Wir freuen uns auf dich.